Christi, nett, dass du bei uns ein bisschen Weihnachten feiern möchtest. Ich habe ein paar nette Musikstücke gefunden, die zur Weihnachtszeit passen. Und meine Dichterinnen und Dichter werden dir ein paar Advent- und Weihnachtsgedichte vortragen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr lang reden, lade einfach zurück und feiert mit uns ein bisschen Weihnachten. Gute Wünsche zum Advent. Ich wünsche dir zum Advent, dass auch für dich eine Kerzen brennt, ein Licht, das Hoffnung schenkt, das sicher durch die Zeit die lenkt. Ich wünsche dir zum Advent, dass dir nur Sachen wichtig sind, die sinnvoll sind im Leben, die Zufriedenheit und Freude dir geben. Ich wünsche dir zum Advent, dass in dein Herz ein Lichtl brennt, das weit um sich verbreitet und ganz viel Freude und Lieb bereitet. Der Stubenofen. Jetzt ist wieder gekommen die Zeit, wo man ein warmes Platzl da leit. Ein Stummofen hat's meins heut richtig ein. Siehst, haben wir auch der Stumm in der Kornetz sein. Einheizen, das ist für mich keine Prozedur. Oder bi etwa gehabt, ich so also stur. Heut an der fortschrittlichen Zeit, wo es auch viel und schöne Elektroöfen geht, den braucht's nicht anstecken und gleich wurscht's fein. Weißt aber nie die Wärme wie die von einem Kochofen sein. Zum Einheizen richte ich mir gleich her und ein Fisch voll Holz muss ich zuerst noch gehen. Zum Auffeuern brauche ich nur ein paar Spar, Spreisel oder Zweck dann sicher auch. Hinknär vor das Ofenloch und mein Schierhackel gleich die Aschen zum Krein, das ist er damit wieder frei. Die Spar anzünden, nachher die Scheidlein hinschlichten, Kreuz und querlegen und zuletzt noch ein bisschen richten. Und brasselt dann das Feuer an Ofen in laut, wärst das Nacksbeusel nicht eingeschaut. Ist dann aber stark und du siehst gerade noch die Glut, musst still zu da, sonst hebt Wärme nicht so gut. Schön langsam wärst dann an der Sturm in der Fei, kann ja niemals so nett wie auf der Ofenbank sein. Grüß dich! Die Weihnachtsmärkte sind sehr beliebt und von so einer Geschichte am St. Johanner Weihnachtsmarkt möchte ich dir gerne erzählen. In St. Johann gibt es den Weihnachtsmarkt im Advent mit Glühwein, Gutteln und Standl, wie es jeder kennt. Kinder hochen ums offene Feuer, die Musik spielt, ist euer wieder nicht. Mir gefällt das Bild. Vor dem Wieselstandl stehen ein paar Leute.
weil da die guten Sankte Hanna geht. Älters bald kommt eine Frau mir da und stellt sie eine Portion, wenn ich das richtig verstanden habe. Vom Adventzauber bin ich in Geberlaune gekommen. Ich bin den Knorrball. Mich sind gern noch eins nehmen. Na, das passt schon. Wir teilen zwischen uns alle Sachen. Aber Dankeschön, dass Sie uns das Angebot machen. Mix vielleicht einen Glühwein dazu als zwei. Der Dapper, der könnte sicher nicht schaden, wie ich mal. Gern, sehr nett von dir, aber nur einen. Ist gescheiter, wir teilen den auch, wie ich heute morgen. Er futtert sein Wistel, sie schaut zu. Ich kann gar nicht zuschauen, es lässt mir keine Ruhe. Sind sicher nicht schmattig. Haben wir kleine Renten, denk mir, dass die was Gescheites zum Essen brauchen könnten. Ich probier's noch einmal. Geh noch einmal zu den zwei hin. Vielleicht geht's dir, wenn ich ein hartnäckig bin. Weiß nicht gescheiter, wenn's mein Angebot du nimmst. Mir kämpf ich, dass du nicht zu deinem Teil von Wischl kommst. Dankeschön einmal. Aber wir sind ein eingespültes Team. Es ist allweil so, dass ich noch einen Tati trage hin. Wir müssen teilen, wenn wir nach Hause gehen, weil ich bald zum Wischl essen, auf dem Tati seine Zint. So geht's, wenn man schon länger verheiratet ist und wenn es ein eingespültes Team ist. Vierte, bis zum nächsten Mal. Anklöpfle Gruß.
gut zum Gruß, ihr lieben Leid. Die Buchlöpfer möchten der Botschaft bringen. Jetzt ist schon wieder einmal soweit. Wir dann denk ein paar Lierl singen. Wir essen nicht weg, enkere Keks, enkeren Speck. Aber wenn's uns etwas gäb's wie singen, freuen wir uns über ein bisschen Geld für einen guten Zweck. Dies dann wir nachher an die Armen bringen. Jetzt müssen wir uns weiter tummeln. Und wir lassen uns nicht verdrießen. Wenn unsere Weiberleute auch brummen, weil sie die ganze Arbeit heute da müssen. Bitt mir um ein gutes, zufriedenes Leben und Gesundheit vom Kopf bis zu den Zehen. Der Herrgott soll uns es geben, nachher werden wir ins nächste Jahr wiedersehen. Rachengier oder das etwas andere Rauchverbot. Die drei Rauchabend sind nimmer weit aus. Ein Tiertag hängt mir auch kein Wäschstücke mehr um ums Haus. Von jeher ist bei uns daheim das Rachengier der Brauch. Herkriegt ist schon der Weichbuschen und auch der Weihrauch. Das Racheisen wird eingefüllt mit der Ofenglut. Drauf kommen von Weichbuschen ein paar Zweigel. Es racht schon recht gut. Drauf wirst du ein bisschen Weihrauch gestrahlt. Zuerst wirst du dann der Decke von Racheisen zutraut. Auch einen Weichbrunnen haben wir auf Inselgang mit dabei. Es sollte ja der Sein gut auch mit ins sein. Und so gehen wir bettend mit Rach durch Hof und durch Stall, bittend um Glück und um Segen und um Frieden für alle. An Heiligabend, da gehen wir nicht einmal ums Haus und schütten dann Weichbrunnen auf Flur und Feld aus. Zu Silvester gehen wir zweimal und am Kiningtag dreimal ums Haus und jedes Mal schütten wir einen Weichbrunnen auf Flur und Feld aus. So hat uns der Brauch seit jeher an der Weihnachtszeit begleitet und wär's praktiziert bis in die heutige Zeit. Seit heuer, da haben wir ein neues Problem, weil in jedem Haus ein paar Rauchmelder vorgeschrieben sind und entwickelt sich nicht ein kleines bisschen Rauch, so mötze sich der Apparat und alarmiert gar. Es ist schon blöd, dass so ein Rauchmelder das nicht voneinander kennt, dass das kein normaler Rauch ist, sondern Weihnachtsbrauch sind. So geht's dem Brauch von Rachengär an Krankfuhr zu. Und übrig bleibt's Racheisen als Ziergegenstand und die Erinnerung dazu. Das allerschönste Weihnachtsgeschenk, das kann uns nur der Herrgott geben. Den Frieden tief im Herzen drin. Kein Geschenk der Welt kann sein so schön. Ein dick hoch nimmer Baum im Wald kann schon den Herzensfrieden bringen. Und wenn man herrscht von irgendwo, besinnlich Weihnachtslieder singen. Der Raureif, der so schön kann glänzen, die Schneekristalle auf dem Feld und den Weihnachtshimmel voll mit Sternen kann man auch nicht kriegen um ganz viel Geld. Wenn Schneeflocken vom Himmel tanzen und decken alles weiß zu, das muss einem da einen Frieden geben, einen Frieden und eine Ruhe. Die Schenken wärst fast übertrieben, darum fangen jetzt die Leute nachdenken. Über den richtigen Sinn vom Weihnachtsfest, dann Verständnis und viel Liebe verschenken. Und das berührt die Leute oft mehr, wie es das euer teures Geschenk kann tun. Geben's doppelt und oft dreifach zurück, ein Dirn wärst wach, ein Herz erstarr. So soll's halt sein das ganze Jahr. Nicht nur zur Weihnachtszeit, bei alt und jung, bei groß und klein, dann hätten alle viel mehr Freude. Grüß dich! In dem Krippenspiel losen wir mal den Ochs und den Esel zu. Ich, mein Zipf mich das an, dass ich heute schon wieder in der Krippen stehen kann. Oh, eine halbe Stunde das Krippenspiel, ich kann es nicht mehr hören. Mir ist das zu viel. Warum schaust du so fad? Was wäre, wenn die Wölkle untergeht? Ist ja nicht so schlimm, reiß dir ein wenig zusammen.
passt ja, solange wir was zum Fressen haben. Du Ochs, du schau dir mal um. Das ganze Theater ist mir einfach zu dumm. Ich möchte da weg. Du musst mich unterstützen. Da Frauen, da sind die vom Tierschutz. Das müssen wir nützen. Ich möchte gehen ins Gut Eiderbichl. Das ist gewiss bei Michi Aufhauser. Das war das Paradies. Das war es, den sehnlichsten Wunsch, den Huni, dass mir hinter den Auwaschel grault der George Clooney. Märchen bringt mir dir von die Seitenblicke. Die blonde Operettensängerin, die dicke. Ein schönes Foto mit dem Mr. Wunderbar. Ich stelle mir vor, dass das der Himmel war. Jetzt lass die Schwanze hängen, die Augen rinnen. Der Auwaschel knickt, damit sie sehen können, dass wir da leiden müssen. Die Rettung naht, damit uns die Aktivistin mitnehmen tat. An Form vom Maul schauerwink geschreckt. Da schau, jetzt meine, hat sie ins Glatt entdeckt. Halleluja, Gloria in Excelsius Deo, Amen. Jetzt verhandelt der Josef mit den Damen. Heuer wärst Weihnachten so richtig schön. Wir können zum Niederlegen ins warme Heibett gehen. Ich wünsche dir, dass dir das Christkind Laschi tut. Frohe Weihnachten, gesund bleiben, dann ist alles gut. Vierte. Geschichte. Der Maxi und der Nikolaus. Der dreijährige Maxi ist gesund und fidö, ist aufgeweckt und munter, im Köpfe echt hö. Doch etwas, das mag ein Partout noch nicht da. Die Mama, sie meint, er war nimmer zu klar. Zum Topfergehen war es halt für ihrem Hex die Zeit. Sist ist er ja auch so clever und gescheit. Er sitzt nicht aufs Kachel, der bat sich der klar. Er sagt's nicht, wenn's Zeit war. Das mag er nicht tun. Die Mama kauft Windeln und Pampers all Tag, gerade weil der kleine Stritze nicht tupfer gehen mag.
das ist nicht zum Lachen. Der Bub ist so stur, Verbesserung gibt's nur keine Aussicht, keine Spur. Jetzt denkt sich die Mama, das kann nicht so bleiben. Wie kommt man dem Buben wohl der Tanz aus der Treiben? Der Nikolaus kommt bald, der kommt ihm das sagen. Der kommt aus seinem Buch ihm die Schandtat verdrogen. So ist wirklich geschehen. Der heilige Mann, der liest aus seinem Buch die Topfergeschichte dann. Maxl, du musst schon aufs Topferl brav gehen. Und das jeden Tag, sonst könnte es geschehen, dass ich dir heute leider kein Geschenk geben kann. Drum geh künftig Topferl, versprich's, kleiner Mann. Was kriegt ihr denn? Was lassetst den spritzen, wenn ich ob jetzt wirklich aufs Topferl da sitzen? Der Nikolaus sagt laut, ein Traktor, einen tollen, mit Hänger, dazu auf riesigen Rollen. Jetzt lacht das kleine Bierwehr, den brauch ich gar nicht, ein Traktor mit Hänger krieg ich schon von geht. FKK im Advent. Machst du auch FKK im Advent? Frag's mich ferst in Feiringend. Für Krimbink, die ist jetzt grad viel, denkt sie es genauer so wie ich. Freikörperkultur, das ist ja kalt. Da gefrierst du ja alles an schon bald. Nein, Nacker, die sind da kein dabei, haben sie mich nachher aufgeklärt gleich. Fremde Keks kosten, was das halt. Da isst man Keks, die man nicht zahlt. Also. Jetzt geh auch zu den Nachbarn hin. Niederüber, glaube ich, freuen sie sich. Vanillegipfel und die Zimternstern, die koste ich ganz besonders gern. Kokosbusserl und die Linzraum, der tun mir gewaltig daum. Mürbe Keks und Rumkugeln noch. Jetzt springen sie mir bald die Hosen schon. Früher haben sie ja die Keks allein versteckt. Gerade im Advent, wenn's am besten schmeckt. Heuer wär ich wahrscheinlich wenig backen, gescheiter mehr als Besuche machen. Damit mein schlechtes Gewissen gibt mir Ruhe, bring ich bald einen Kaffee mit zu den Keks dazu. Ein alter Mann wie seine Frau zu Weihnachten was schenken. Was könnte es sein, was mag sie gern, tut er sich nie noch denken. Ihm fällt nichts ein, darum tut er jetzt seine Schwiegertochter froh. Erna, weißt du, was die Mutter gern möchte, was sie gern möchte, zu Weihnachten haben? Die Erna sagt ja, kaufst dir halt einen Unterrock mit Bradeträger. Der alte Mann sagt, ja, das kauf ich gern. A dem ganz gefällt, versteht er. Dann fährt er mit dem Busdato nach Kufstein das Geschenk einkaufen. Und weil er nicht das Rechte findet, tut er von einem Geschäft in das andere laufen. Dann kommt er zurück. Hans wird kaputt. Ganz zerknirscht unter der Tür, da steht er. Und sagt Erna, in ganz Kufstein gibt's kein Unterhaus mit Bradeträger. So, das war's wieder einmal. Auch jeder von uns hat jetzt noch ein Gedicht für dich. Und danach lassen wir es mit den Zillern der Weißenbläser ausklingen. Wir wünschen euch einen schönen Advent und ein besinnliches Weihnachtsfest. Enkel Kurt Bickel und die Dichterinnen und Dichter vom Mundartverein. Ein Weihnachtsgeschenk. Ist gar ein Jahr, bald ich so denke, das gleiche Problem, mein Weihnachtsgeschenk. Kommt der Advent, da fällt ins Ei. Mit leeren Händen kann nicht Weihnachten sein. Das Fest wirst heute auf der Tern gemessen. Wie viel du schenkst und was wirst essen? Viel Licht und Glimmer und nur mehr Glanz. Und was Weihnachten wirklich bedeutet, vergessen wir oft ganz. Du kannst heute auch gar nicht erraten, mit was du machst, wär mir freut. Hat jeder genug, geht jedem gut, haben Gott sei Dank keine schlechte Zeit. Und so musst du laufen, etwas kaufen, für jeden etwas holen. Und nach dem Feiertag soll's nicht passen, kann's wieder umtauscht werden, bald's wollen.
Das Wichtigste kann sich nicht laufen. Lasst sie auch mit viel Geld nicht kaufen. Aber als Geschenk möchte es gewiss jeder. An Frieden, die Gesundheit und das kriegt wieder. Klarer Brot. Der Advent damals in die 30er Jahre vielleicht noch ein bisschen anders war. Die Keks waren noch nie so bekannt und rau und weißert bis Wintergrund. Mir haben sie es halt so gesagt, ich weiß ja nicht, ich muss gerade der Frock. Selten waren Ski unterm Christbaum inne oder ein gutes Schurchtwand hätten sie auch noch brauchen können. Ein Unterhose hat's gegeben, am besten voll, und zu Ostern vielleicht die gleiche noch einmal. Aber etwas war schon damals gut. Ein frischer Wickenklöverbrot. Und jeder im Haus hat sich gefreut, dass vom Christkindl ein Zöten geht. Die Mander, die starken Jungen, meistens mit einem damischen Hunger, möchten sie gleich einen Wicken holen, weil am besten schmeckt er wie ein Gestohlen. Ein Knecht hat die Wicken schon entdeckt. Ein Hinterkammerl sind sie versteckt. Auf dieser Ei geschlichen bei der Nacht, ein Scherz hätte er dann gleich zu seinen Dirne gebracht. Oh, Frau Moll, hörst mir ein Gejammer aus der dunklen Hintern kommen. In einem Mausfall ist ein Eichetopp, weil er nicht aufpasst hat, der Lob. Am nächsten Tag weiß er jeder von der Schand und sieht an Knecht seinen Finger mit Verband. Nach dem Klöverbrot des Hass verlangen, das ist ein Knecht gehörig jetzt vergangen. Das Klöverbrot hat er nimmer so gleich nehmen. Erst wieder nach dem Christkindl sein sehen. Ich weiß ja nicht. Ich muss ja nicht der Frock. Lang haben sie den Knecht noch bewusstfick gesagt. Die vier Adventkerzel. Dem Kalender noch ist jetzt Advent, aber tief im Herzen drin ein Lichtal bringt. Für den nächsten Menschen auf der Straße oder gar an, der schon in der Gassen, der selber nicht mehr rauskommt, ob man sie wohl um den unnimmt. Man nimmt sie sogar wieder viel, aber bis sein Tor ist halt weit hin. Das zweite Licht, das soll bringen, ganz besonders für die Kinder, die arm und ohne Eltern sind, oft nur mehr Müll und Dreck sind gewinnt, für die ein bisschen Christkind sei. Schon der Gedanke soll ins Gefrein. Wenn jeder tat nur ein kleines bisschen geben, hätten die Kinder auch ein besseres Leben. Das dritte Kerzel zündet man an, für einen Staat, wo es Krieg führen kann. Man herrscht oft sagen, die sind ja selber schuld, wenn es zugeht halt bei deiner Welt. Aber wenn ich mir halt stolz auf ihn, bei uns gehen so ein Herrscher hin und da einfach einen Krieg erklären, ich glaube, da darf ins Honest werden. Die Leute, die müssen ins Erbarmen, denn der Großteil, der gehört wirklich zu den ganz unschuldig Armen. Und alltag sollen wir einen Herrgott bitten, dass wieder Krieg die Welt und Frieden. Das vierte Kerzel zimmt man an, für ihn selber, dass man ja nicht hart werden kann, dass man nicht wegschaut, wenn es wo feit, dass ins was Kleines auch noch freut, dass man nicht geizig und nicht neidisch sind, dass ein reicher Mensch auch noch einen Armer kennt, dass die Kinder gehen gern zu ihm zu haben, dass wir als Eltern anlassen tun, dass man die alten Leute gern mink und dass man ja nicht unzufrieden sein, dass von Herzen man verzeihen kann und mir eben was Schlechtes verkund. Dass man nur die Kranken besuchen, nicht einen Glauben verlieren und ja nicht fluchen. Dass man was übrig kommt, auch für die dritte Welt. Dass man nicht sein Herrgott machen in sein Geld. Mit einem Wort gesagt, dass man ein Gutes tun können. Dafür sollen dir viel Licht einbringen. Ein Strohstern. Aus Stroh, das kleine Sternl, ist einfach und schlicht. Lasst alles und gut zu, es verzählt in seine Geschichte. Ich bin aus dem Krippe, wo es Jesu-Kind schläft. Ich geb ganz viel Wärme und geb ganz viel Kraft.
bin gewachsen im Feld und komme aus der Erde. Ich kaufe in Menschen, ganz nützlich noch werden. Ich bin ein Symbol für Schlichtheit und alles, was klar ist und einfach. Und schön ebenfalls. Ein Strohstern ist winzig, verlassen und klar. Kann nicht viel bewirken, ein Strohhalm allein. Viele Halme gemeinsam, verbunden zum Stern, die können ins Alles und zum Wegweiser werden. So ist es auch bei den Menschen. Gemeinsam geht viel, wenn jeder was Gutes tut und mithelfen will. Wenn jeder sein Strohhalm zum Krippe hinbringt, kann sein, dass was Großes, ein Wunder gelingt. Drum geht's all zum Krippe, leg's hin in kein Halm, der warmt ins Kindl und gibt dann ins Allen einen Halt und einen Sinn für all Tag, für all Zeit, weil der Segen von dem Strohhalm ins durchs Leben begleitet. Kirsti, das ist jetzt eine Geschichte von der Weihnachtsbescherung und wie es den kleinen Bub gegangen ist von Christbaum. Die Christen auf dem Christbaum brennen, das Glicker hat geschleit, es ist das Christkind gekommen. Es riecht nach Weihrauch, es ist so fein, das ist für mich Heimat. Genauso muss es sein. Das Klavierweih steht da mit großen Augen, weiß gar nicht, wo es heute zuerst hinschauen. Die Sternspritzer, die Engel, die am Christbaum hängen, die ganzen Geschenke, das Batten geht nicht mehr länger. Zuerst muss auch noch stille Nacht sein. Das Schwesterl am Hackbrett kommt nicht recht rein, ist gleich, gleich viel, da schierst du auf die Backtel hin. Na, zuerst möchte ich von dir einen Neidei kriegen. Der Papa versucht die Spannung noch ein wenig in die Länge zu ziehen, die Mama schneidet sie ganz verstohlen und geht sie frisch Schneidsdecher holen. Ritsch, ratsch, das Geschenkspapier fliegt, wie an die schönen Bantel zirk. Schau, ein Büderbuch, schau, die Ski, schierst hin und her und geht zu seinem Schwesterl hin. Schau, da ist noch ganz ein dickes Bachtel, mach's auf. Er ist ganz aufgeregt und stürzt sich drauf. Ein Pullover, meist der dick und fein, nix Wachs und mit einem Zopfmuster drin. Der ist so wach, das tut so gut, ist gerade so, wie wenn mit Mama anhalsen tut. Da wärst du ganz warm, fang bei den Zechen und du, das ist das Schönste, an das ich mich erinnern kann. Ich möchte zu Weihnachten einen Pullover geben. Sollst das Gefühl haben, ich darf dich ganz fest heben, nix reden, nur die Wärme sollte dich umhüllen, sollst die Freundschaft und meine Zuleitung fühlen. Für dich, schöne Weihnachten.